und willkommen zu Wotakoi Love is Hard for an Otaku Episode 5 Live Reaction. Die Serie einfach so klasse, weil sie so ins Schwarze sticht. Alles, wo sie auf die Convention gehen und wie sie sich nochmals als Sailor Moon Folgen anschauen und total die Tränen drüber vergießen. Also es ist wirklich total wie im echten Leben auch. Oder wie sie da neben ihrem Cosplay-Idol steht und total durchdreht, weil sie jetzt mit ihr Fotos schießen kann. Das habe ich alles auch schon in echt selber erlebt. Ja, also es ist wirklich eine Serie, die mich total glücklich macht, weil sie eben auch so an sich selber erinnert. Allerdings fand ich das letzte Woche so ein bisschen hart, wo sie so traurig war, ihre Kollegin, weil ihr Freund sich ständig mit irgendwas aufzieht oder sie ständig mit anderen Weibern vergleicht. Ja, das fand ich schon ein bisschen hart. Ich meine, ich verstehe es, wenn man schon so lange zusammen ist, dann weiß man, dass der andere das natürlich nicht ernst meint, aber es tut natürlich trotzdem auch weh, wenn man das immer hören muss. Also, ja, naja, ich denke, ihr wisst, wie ich das meine. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das mit den beiden weitergeht. Und da ist ja auch noch ein Charakter im Opening, ich weiß nicht, wie der heißt, mit grünen Haaren. Und ja, vielleicht gibt es einen Rivalen oder so. Ja, mal schauen, was da passiert. Also auf jeden Fall fangen wir jetzt mal mit der Episode an, weil sonst quatsche ich mich noch um Kopf und Kragen und werde sowieso niemals fertig. Also, ja. Die sind seit Ohrläppchen rumfummelt. Ja, wollen wir nicht alle für immer ein Kind bleiben? Oh, ich liebe dieses Opening einfach, das ist einfach so motivierend. Ja. Immer mit ihren komischen Fingerposen da. Das ist so genial, was sie da mit ihren Händen macht und ihrer komischen Brille.
So überarbeitete Salaryman. Gib mir wenigstens eine Decke. Die Kaffeeinfusion. Bisschen übertrieben, oder? Er liegt wahrscheinlich immer noch da und schläft mit seinem Ketchup im Mund. Ja, natürlich. Oh, das sieht toll aus. Das hätte ich auch gern. Das kennen wir doch. Finde, er sieht ja immer so ein bisschen aus wie Mikoshiba von Free. So dieselben Haare und die tiefe Stimme. Interessiert ihn das so sehr? Oh, der will garantiert was von ihr, bestimmt. Ja, dann eben sitzt und einfach so zuhört.
Das ist sein Bruder. Aha. Die sehen sich aber überhaupt nicht ähnlich. Also sie haben zumindest denselben Schlafzimmerblick. Schläft bestimmt in der Badewanne ein und ertrinkt dann halb. Das sind ja alle da. Hat bestimmt die ganze Nacht Computerspiele gespielt. Crossing. Wer keine Ahnung hat, was sie meinen. Oh Gott. Evangelion-Referenz. Das ist wieder der Eindringling im Otaku-Bau.
Ich weiß nicht, aber irgendwie ist cool, er macht das mit Absicht. Ich weiß auch nicht. Dem ist völlig egal. Die Daumen. Oh. Also so wie Leute mit ihrem Handy einschlafen, Handy mitten in der Hand. Warum ist er so eifersüchtig? Aber wirklich, ja. Oh nein. Gesichtsausdruck, oh mein Gott. Ich will bitte nach Hause gehen. Oh. Redest dich um Kopf und Kragen. Hat er so eine große Klappe, aber ein Kuss und er ist ausgenuckt.
Er schläft immer noch. Jetzt weint er, oh nein. Er weint jetzt auch. Oh nein. Oh, sieht gut aus im weißen Anzug. Ich skippe ja das Ending eigentlich immer so ein bisschen. Also das erste Mal, dass ich das Ending ganz anschaue. Ich messe das bestimmt um. Ah ja, Daumentrick. Ah, das war wieder eine sehr, sehr lustige Folge. Vor allem der Bruder, der so in diese Otaku-Gruppe reinkommt und die alle anderen überlegen sofort, was sie sagen, was sie erzählen. Und er hat eigentlich überhaupt keine Ahnung, was da wirklich passiert. Und es ist ja in echt auch wirklich so, dass wenn hier ein Außenstehender reinkommt, der ist natürlich erstmal total konfus und weiß nicht, was jetzt eigentlich los ist. Und die anderen sind wahrscheinlich genauso konfus und wissen nicht, wie sie ihn behandeln sollen, was sie erzählen sollen. Ja, wenn euch meine Live-Reaction gefallen hat, dann gebt mir einen, drückt den Like-Button oder hinterlasst mir einen Comment und vielen Dank fürs Einschauen. Ciao!